Bidibiba, hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir, Oliver, zum Thema Raid Shadow Legends. Und heute geht es um Fangzahn, den Fangzahn-Guide. Ich habe ja damals gesagt, ich hole ihn mir für die Fraktionsgruften, weil wir da bei den Skinwalkern so nicht wirklich was haben, was wiederbeleben kann, und er da tatsächlich diese Lücke füllt. Die Frage ist nur, ist der auch woanders einsetzbar oder taugt er jetzt wirklich nur in bestimmten Kombinationen in der Fraktionsgruft, und wenn ja, mit wem kombiniere ich ihn denn am besten? Von daher schauen wir uns das mal an. So, das ist unser guter Fangzahn, und als allererstes gucken wir uns bei Fangzahn natürlich mal an, was er überhaupt macht. Dazu gehen wir mal in die Kampagne. Das ist jetzt Albtraum-Kampagne. Und ich stelle euch mal die Fertigkeiten von ihm vor. Greift einen Gegner an, zweimal. Jeder Treffer bietet eine Chance von 10% für eine Runde, einen Lähmungs-Debuff zu verleihen. Also diese Chance natürlich relativ gering. Man kann die natürlich mit Büchern ein ganz klein wenig erhöhen. Aber ja, hier hat er jetzt gerade getroffen, durch Zufall. Das sollte man sich aber nicht zur Gewohnheit werden lassen, also es passiert nicht relativ häufig, dass er hier die Lähmung verleiht. Deswegen sollte man auch überlegen, ob man ihm tatsächlich Genauigkeit geben möchte, weil alle anderen Skills von ihm basieren jetzt nicht auf Genauigkeit. Verleiht allen Verbündeten für zwei Runden ein 50% Angriffssteigerbuff und ein 30% Crit-Quote-Steigerbuff. Das ist seine A2, die macht er in der Regel auch zuerst, wenn noch die Leute im Team dastehen, ansonsten belebt er natürlich wieder. Belebt zwei zufällige Verbündete mit 50% LP wieder und füllt ihre Rundenmeter um 50%, verleiht allen Verbündeten nach der Wiederbelebung für zwei Runden ein 25% Stärkungsbuff. Also das machen wir jetzt gleich mal. Wiederbelebung und alle Verbündete, selbst wenn jetzt noch einer gestanden hätte, außer ihm, hätten einen Stärkungsbuff bekommen. Ansonsten können wir uns halt hier nochmal buffen, aber wir haben keine Heilung im Skillset. Also das heißt, das, was jetzt hier an Heilung kommt, das ist nur durch einen Set-Bonus gerade. Er heilt sich nicht selbst, und wie man so schön sehen kann, liegen jetzt erstmal die Leute hier am Boden. Wir müssen warten, bis die Abklingzeit wieder da ist, und dann kann er auch wiederbeleben. Der Stärkungsbuff an sich ist natürlich ein sehr schöner und starker Buff für die Wiederbelebung. Er ist ein LP-Champion und seine Angriffe basieren auch auf seiner LP. Aber wie man gesehen hat, macht er jetzt keinen allzu großen Schaden. Also selbst wenn ich ihm jetzt hier viel Crit-Quote und Crit-Damage geben würde, würde er wahrscheinlich relativ wenig Schaden machen, weil sein Multiplier ist nicht allzu hoch, aber das gucken wir uns gleich mal an. So, hier, setzt seine A3 zuerst ein, wenn Wiederbelebung geht, ansonsten könnt ihr keinen Stärkungsbuff erhalten, das heißt, er belebt wieder und setzt den Stärkungsbuff nur, wenn wiederbelebt wurde. Das heißt, seine A3 ist da leider sehr eingeschränkt und wir haben nicht dauerhaft die Möglichkeit, irgendwie Stärkung zu bekommen, was sehr schade ist, weil andere Wiederbeleber haben meistens solche Skills und die ist nicht an die Wiederbelebung gekoppelt, bei ihm allerdings schon. Dann sein Multiplier ist 0,12 auf seine Lebenspunkte, das heißt aber auch, wenn man sich das mit anderen LP-Champions vergleicht, relativ niedrig. In den meisten Fällen ist tatsächlich der Angriff ein bisschen höher oder der Multiplier ein bisschen höher. Das heißt, sehr, sehr viel Schaden wird er definitiv nicht machen. Klar kann es nicht schaden, seine Crit-Quote höher zu nehmen, aber am Ende bringt es einem wahrscheinlich nicht allzu viel Bonusschaden. Starke Buffs, wenn die Stärkung zum Einsatz kommt, Crit-Quotensteigerer, Angriffssteigerer auch sehr gut, und er greift relativ häufig mit seiner A1 an, da ja die A2 meistens dann eine Abklingzeit hat und die A3 nur zum Einsatz kommt, wenn wiederbelebt wird. So, was haben wir denn bei ihm für Werte? Also ich habe erstmal auf seine LP und seine Defensive geachtet, damit er nicht gleich umfällt immer bei den Kämpfen, die wir machen. Dann sollte er natürlich noch relativ schnell sein, damit seine Wiederbelebung und seine Abklingzeiten recht häufig zum Einsatz kommen. Habe noch ein bisschen versucht, auf den Widerstand zu achten. Das ist auf jeden Fall für die Fraktionsgruften wichtig. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, wenn er irgendwelche Debuffs verliehen bekommt, sollte ich ihm auf jeden Fall die Schmuckstücke aus dem Bazar anziehen, die Reinigungsstücke, dann haben wir eine sehr große Chance, dass die Debuffs von ihm auch direkt entfernt werden. Und wie man so schön sehen kann, Drache, Eisgolem, Feuerritter und Spinne, da haben wir diese Elemente, wo er stark oder gleich ist. Das heißt, hier könnte man ihn durchaus einsetzen bei diesen Elementen, aber er macht auch nur den Support und die Wiederbelebung, also auf Schaden oder sonst welche anderen speziellen Skills können wir leider hier verzichten, also es ist wirklich eher ein reiner Support-Champion.
So, dann was könnte man ihm denn anziehen? Also wenn wir den Widerstand und vielleicht noch eine Immunität haben wollen, weil durchaus für Anfängerteams in der Arena oder sowas könnte man überlegen, Immunitätsset oder Schildset anzuziehen. In Verbindung entweder mit Geschwindigkeit oder noch einem Ewig-Set oder LP-Set, um die Lebenspunkte noch ein bisschen auch zu steigern oder um die Geschwindigkeit zu steigern. Man kann auch Regeneration und Ewig anziehen, dann regeneriert er sich selbst natürlich und heilt sich damit, weil er hat ja keine Heilungsskills. Oder man setzt halt einen Heiler im Team mit ein, der ihn heilt und schützt. Ansonsten, man könnte jetzt auch zwei Ewig-Set und Geschwindigkeit anziehen, auch eine Möglichkeit. Und von daher geht auch zum Beispiel Vampir-Set, aber dadurch, dass er jetzt nicht so viel Schaden macht, wäre das auch ein bisschen schade drum. Und bei Schmuckstück wirklich gucken, dass wir ihm Reinigung anziehen. Reaktion wäre für die Arena-Kämpfe vielleicht noch. Oder wenn wir wollen, dass seine Abklingzeiten ein bisschen schneller weg sind, dann können wir natürlich hier auch das andere Schmuckstück aus dem Bazar anziehen. Ja, also das hier ist für PvP gedacht. Hier unten steht noch PvP, da muss ich natürlich noch ändern, das stimmt nicht. Aber ihr seht es auf jeden Fall, eher supporttechnisch aufstellen und eher defensiv mit vielen Lebenspunkten natürlich. So, was könnten wir für Werte und Unterwerte gebrauchen? Also in Unterwerten würde ich wirklich gucken, dass wir Geschwindigkeit, Widerstand, LP-Prozent finden. Widerstandsbrustpanzer könnte man überlegen oder man nimmt LP-Prozent Brustpanzer mit Widerstand im Unterwert. Bei Widerstandsbrustpanzer dann LP-Prozent im Unterwert, also quasi getauscht dann. Handschuhe, LP-Prozent oder Def-Prozent Handschuhe. Stiefel würde ich versuchen, Geschwindigkeitsstiefel anzuziehen, damit er nicht zu langsam wird. Oder man könnte natürlich überlegen, wenn die Geschwindigkeit sonst von ihm gut ist, dass man LP-Prozent Stiefel anzieht im Primärwert und dann im Unterwert Geschwindigkeit sucht. Das ist natürlich auch möglich, je nachdem, was einem für Werte und Artefakte zur Verfügung stehen. Und ähnlich sieht es auch bei den Schmuckstücken aus. Also ich bin auch nicht auf Genauigkeit gegangen, weil wie gesagt, seine A1 ist mir jetzt eigentlich Wurst gewesen. Da die Chance halt relativ gering ist, das ist ein wirklich großer Nachteil. EP und Def-Ringe mit Def-Prozent Widerstand, Crit-Damage, Geschwindigkeit, Widerstand, also all sowas im Unterwert, was uns irgendwie nochmal seine ganzen Widerstände, Geschwindigkeiten oder Lebenspunkte pusht, sodass er genug Lebenspunkte bekommt. So, was habe ich ihm jetzt für Masteries verteilt? Das sind jetzt mal die Masteries, die ich ihm hier verteilt habe. Ihr seht schon, ich bin sehr stark auf Support gegangen. Hier unten dann auch, senkt den Schaden, den alle Verbündeten erleiden, um 5%. Dieser Champion erleidet stattdessen diesen Schaden. Oder man hätte jetzt hier auch auf die LP gehen können, um seine maximalen LP nochmal zu steigern. Wenn man ihn allerdings beim Clan-Boss spielen will, würde ich tatsächlich auch sagen, dann lieber offensiv, damit wir den Schaden noch mitbekommen und da natürlich auf den Kriegsmeister gehen. Aber er ist jetzt nicht unbedingt ein Clan-Boss-Champion. Also man kann ihn bei Anfangsteams, wenn man jetzt nicht andere Champions großartig hat, sicherlich nehmen für die Wiederbelebung, den Stärkungsbuff nochmal mit dazu, Angriffssteigerer und den Crit-Quotensteigerer. Aber wie gesagt, auf Dauer würde ich tatsächlich eher ihn im Support und Unterstützung, im Support- und defensiven Skillbaum sehen, als im offensiven und Unterstützungs- oder defensiven Skillbaum. Von daher lieber so und nicht beim Clan-Boss einsetzen als anders. Fraktionsgruften. Das Schöne ist, die Fraktionsgruften haben gerade offen und wir können ihn mal einsetzen. So, und bei Skinwalkern habe ich tatsächlich immer Probleme bei der einen oder anderen Welle. So, Norok ist noch nicht weit groß aufgebaut, aber dafür haben wir jetzt ja einen Wiederbeleber, den wir einsetzen können. Und wir sehen schon, er hat das Kraftelement. In der Welle haben wir viele Champions mit Kraftelement und auch mit Magieelement, die schwach sind gegen das Kraftelement. Also in der 20er Stufe ist er auf jeden Fall nicht schlecht. Und in der 21er Stufe haben wir leider in den Wellen ein paar grüne Champions mit drin, was aber auch nicht so dramatisch sein dürfte. Wir machen es erstmal gegen den Boss und gucken uns das mal an. Und die beste Kombination, denke ich, wenn man hier Fleischreißer oder Stahlschädel mit dem Team hat. Also Stahlschädel für die Heilung, für den Defensivsteigerer auf allen nochmal drauf. Da profitiert er davon, dass seine Defensive nochmal stärker wird. Und die Wiederbelebung dann natürlich durch ihn. Aber wie gesagt, die Heilung dann durch Stahlschädel, weil er ja keine Heilungsskills hat. Und man hat es gerade gesehen, wir haben zum Beispiel keine Lähmung verliehen bekommen. Das hat nicht funktioniert.
So, und dadurch, dass wir aber auch einige Angriffs-Champions haben, die recht fragil sind, also vor allen Dingen Fleischer hat wenig LP, Brakus hat jetzt nicht ganz so viel LP, man sieht es ja immer, dass die ganz gut Schaden bekommen, da macht sich so ein Wiederbeleber natürlich ganz gut, das werden wir dann nachher auf jeden Fall beim Boss noch sehen können. Und wie gesagt, er hat jetzt das Kraftelement, hier haben wir ab und zu ein paar Champions dabei, die das Seelenelement haben, da ist er natürlich ein bisschen schwach dann, aber das ist nicht so dramatisch, weil der Boss ist ja eh wieder Leere. Und jetzt kommt auch dann die Heilung natürlich sehr gut von Stahlschädel mit zum Einsatz. Also hier denke ich wirklich eine gute Kombination auch für Dungeons oder so, wenn man jetzt am Anfang steht. Felszahn, Kombination mit Stahlschädel, wenn man doch ein Team bauen möchte, was ein bisschen länger durchhält. Einfach die Kombination der Buffs und der Heilung miteinander und die Wiederbelebung dann noch dabei. Und man sieht es auch, also obwohl uns der Angriffssteigerer öfter vom Boss entfernt worden ist und er sich damit ja selber den Angriff erhöht, kriegen wir trotzdem unser Team wiederbelebt und können so wahrscheinlich auch 3 Sterne einfahren, wenn wir im richtigen Moment die Wiederbelebung machen. Weil so kann es auch sonst passieren, dass das Team natürlich mal umfällt dann zwischendurch einfach. Und das Einzige, was natürlich auch nicht passieren sollte, ist, dass der Boss den Stärkungsbuff abbekommt. Ja, da hat er sich gerade nochmal gerettet, der Boss. Aber das hält er nicht lange durch, wie man sieht. Gleich entschärft es wahrscheinlich nochmal Fleischer. Wenn wir jetzt nochmal kurz manuellisieren, sag ich mal, dann hätten wir auch den Boss gekillt. So, der Boss hat sich halt, wie gesagt, den Stärkungsbuff jetzt geklaut, aber im Endeffekt, zack, ist er jetzt down. Das ist zwar 1 Stern jetzt gerade, aber wenn wir jetzt kurz vorher die Wiederbelebung gemacht hätten und das ein bisschen manuell gespielt hätten, dann hätten wir jetzt auch die 3 Sterne gehabt. Und ihr habt es gesehen, das Team hat durch Fangzahn wirklich gut durchgehalten. Eine Lösung könnte jetzt natürlich auch sein, ich habe bei Fleischer den Angriff Prozent Brustpanzer an. Ich könnte ihm auch einen LP Prozent Brustpanzer anziehen und dann würde er natürlich sich besser heilen und würde länger stehen bleiben und dann könnte man nochmal die 3 Sterne machen. Aber ich habe ja schon überall 3 Sterne, von daher ist es nicht so dramatisch. Clanboss, ja wie gesagt, bei Anfangs-Clanboss-Teams könnte man ihn bestimmt mitnehmen, einfach für den Crit-Quotensteigerer, für den Angriffssteigerer und gegebenenfalls, dass er nochmal wiederbelebt, dann ist noch der Stärkungsbuff sozusagen mit drauf. Die Lähmung bringt jetzt nicht wirklich was beim Clanboss, also an sich kein Clanboss-Champion, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Doomtower. Also im Doomtower normal kann man ihn sicherlich mitnehmen in dem einen oder anderen Team, wo man Wiederbelebung benötigt. Er steigert da leider nicht das Rundenmeter des kompletten Teams in irgendeiner Art und Weise oder sowas. Also seine Buffs, von denen kann man natürlich profitieren, aber so wirklich, sein Einsatzgebiet ist jetzt nicht so großartig, der Doomtower. Also in Wellen schon, man kann auch durchaus ihn benutzen, sicherlich gegen den Skarabäenkönig mit als Wiederbeleber oder man kann ihn auch bei den anderen Bossen mit einsetzen. Er hat ja jetzt keinen Schaden, den er als Flächenschaden setzt oder sowas. Das heißt, da kann man auch jetzt nicht die kleinen Spinnen angreifen von der Todesspinne oder so. Also wenn man die Wiederbelebung benötigt oder noch einen Stärkungsbuff mit zur Wiederbelebung braucht, um ein bisschen mehr Durchhaltevermögen zu machen, dann kann man ihn durchaus benutzen. Beim normalen Doomtower, aber im Doomtower schwer, ist er jetzt wirklich nicht wirklich für Teams zu gebrauchen. Aber wenn man anfängt, sich gerade Doomtower-Teams zusammenzustellen und hat Felszahn für die Fraktionsgruften gelevelt oder so, dann kann man ihn durchaus in die Teams mit reinnehmen. Arena, ja, wollen wir ihn mal in der Arena testen. Also er ist jetzt nicht bei mir für die Arena-Teams irgendwie auserwählt, aber wenn man am Anfang steht oder so, dann versucht man ja das ein oder andere Team manchmal. So, in der Arena, was machen wir mit ihm in der Arena? Wir versuchen ihn jetzt mal hier als Wiederbeleber oder wenigstens als jemand, der uns den Crit-Quoten und Angriffssteigerer geben kann, einzusetzen. Mal gucken, ob das funktioniert.
So, zack. So, Angriffssteigerer, Crit-Quotensteigerer vor unserem Damage-Dealer hier auf jeden Fall. Das hat funktioniert, wunderbar. Ja, und zur Not, wenn jetzt irgendwas passiert wäre, hätten wir ihn mit Wiederbelebung gehabt und dem Stärkungsbuff. Das wäre also durchaus möglich gewesen. Ja, zur Verstärkung des Damage-Dealers könnte man durchaus überlegen. Oder wenn man jetzt jemanden noch mit dabei hat, der auch Defensivverringerer setzt, gleichzeitig könnte man dann ihn sozusagen mit noch den Angriffsbuff und den Crit-Quotensteigerer machen lassen. Dann hat der Damage-Dealer noch ein bisschen mehr Schaden. Für Anfangs-Arena-Teams sicherlich eine Wahl. Auf jeden Fall besser als Schamanin oder Schamane heißt sie, glaube ich. Mal gucken, bei den Orks, die man ja so als Gratis-Champion bekommt. Ja, nochmal Zusammenfassung. Was ist seine Aufgabe? Support, Heilung, Wiederbelebung. Wir setzen ihn im PvE ein. Er hat ein paar gute Buffs dabei. Er macht auch die Wiederbelebung. Nachteil ist, dass er die Wiederbelebung und den Stärkungsbuff nur dann macht, wenn er wiederbelebt. Er hat nur eine Attacke, die eine sehr geringe Erfolgschance hat, die Lähmung zu setzen. Und er belebt nur zwei Verbündete wieder und nicht alle Verbündeten. Also da hat er leider mehr Nachteile als Vorteile. Aber wie gesagt, für Fraktionsgruften ist er wirklich ein Top-Champion für die Skinwalker. Einfach aber auch in dem Sinne erstmal gesprochen, weil es noch keinen besseren Wiederbeleber gibt für die Fraktionsgruften der Skinwalker. Also da möchte ich gerne noch ein bisschen was Besseres sehen demnächst. So, was in der Kampagne? Also wenn man die Kampagne vielleicht gerade am Anfang angeht, dann hat man immer gerne einen Wiederbeleber mit dabei. Also für Anfangskampagne bis dann brutal, für Albtraumkampagne, wie gesagt, würde ich ihn jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Von daher würde ich hier auch die 2,5 geben. Clanboss. Also meiner Meinung nach kann man ihn nicht unbedingt beim Clanboss spielen. Also wenn dann hier maximal 2 Punkte, einfach wegen den Buffs, die er noch macht, mit Crit-Quote und Angriffssteigerer. Drache, ja, für die Anfangsstufen vom Drachen, nicht für Endgame-Builds, sage ich mal, vielleicht eher für Early-Game und Richtung Mid-Game dann schon. Deswegen mal 3 Punkte hier. Eisgolem hatte jetzt keine besonderen Skills, wo man sagen müsste, außer die Wiederbelebung und die Buffs, die er macht, dass es irgendwie gegen den Eisgolem besonders hilfreich wäre oder gegen die Wellen des Eisgolem. Von daher würde ich auch mal die 2,5 geben. Feuerritter hat er das gleiche Element wie der Feuerritter auf Stufe 20, von daher ist er da ein bisschen besser geeignet, aber er hat keine Multi-Attacks, also 2,5 hier leider. Spinne für die Wiederbelebung vielleicht, aber sonst auch nicht wirklich effektiv. Na, sagen wir mal 2, weil das wirklich sehr schlecht wäre wahrscheinlich, wenn man das macht. Minotaurus kann man ihn mitnehmen, aber jetzt wirklich nur, wenn man bei Minotaurus struggelt und Wiederbelebung braucht. Da würde ich mal sozusagen mal die 3 erstmal geben. In den Arkanen Dungeons und Kraft Dungeons, da kann man glaube ich auch erstmal bis Stufe 15 mitgehen und danach wird es schwierig. Deswegen muss ich ihm dann hier auch leider eine etwas schlechtere Bewertung geben, weil wir haben eigentlich keine Supporter nötig in diesem Burgfrieden. Arena-Offensive, man hat es gesehen, für die Anfangs-Arena-Teams kann man ihn sicherlich mit benutzen, für spätere Mid-Game-Endgame-Teams eher nicht. Ich gebe ihm hier mal eine 3, weil er Wiederbelebung machen kann. Arena-Defensive muss ich hier weniger geben, weil man das so schlecht kontrollieren kann, was da passiert. Doom Tower, also für den Anfangs-Doom Tower ja, für den späteren Doom Tower nicht, also deswegen würde ich ja auch mal eine 2,5 geben, weil es so genau in der Mitte liegt. Fraktionsgruften, da ist er halt wirklich gut, das ist sein Steckenpferd, aber hier kann ich ihm leider auch erstmal nur die 4 geben, weil wir sonst tatsächlich keine andere Verwendung haben und weil er trotzdem Probleme bekommen kann in den Fraktionsgruften ohne Heilung, also das heißt, ein Heiler ist definitiv vorausgesetzt. Und jetzt gucken wir mal, was dann sein finaler Score ist. 2,593, relativ schlecht für einen epischen Champion, und das ist auch damit bedingt, dass er tatsächlich eigentlich nur für die Fraktionsgruften gedacht ist. Also was anderes kann ich mir bei dem Skillset, was sie ihm hier gegeben haben, leider nicht vorstellen. Aber ganz ehrlich, für mich ist das Skillset ehrlich gesprochen
Für mich ist das Skillset hier eher Richtung schon von einem seltenen Champion und keinem epischen Champion. Also bei einem epischen Champion hätte ich wenigstens sowas erwartet wie entweder er kann den Stärkungsbuff machen, auch ohne die Wiederbelebung, oder er kann jetzt vielleicht noch ein bisschen Heilung machen mit zusätzlich zu seinen Skills. Also das ist definitiv ein Champion, der müsste nochmal gebufft werden, vielleicht auch sein Damage Multiplier nochmal ein bisschen erhöht werden, dass er noch ein bisschen mehr Schaden raushauen kann, weil er hat nur seine A1, auf der er Schaden macht, woanders macht er halt keinen Schaden damit. Und die Lähmung hat auch eine sehr geringe Chance zu procken, also selbst mit Büchern nicht sehr hoch. Von daher kann man durchaus auf die Genauigkeit bei ihm verzichten. Und das macht ihn halt zu einem leider nicht so besonders guten Champion, außer für die Fraktionsgruppen. Und wie gesagt, für wirklich Leute, die am Anfang stehen, noch Probleme haben, Champions zu bekommen und so weiter. Die können ihn auf jeden Fall erstmal mitnehmen und auch für die Fraktionsgruften hochziehen. Müssen ja noch nicht die Bücher reinsetzen, aber um die Abklingzeit der Wiederbelebung runterzubekommen, braucht man leider ein paar Bücher. Ja, man muss auch mal solche Champions zeigen, die so ein bisschen, sage ich mal, eher Nischen-Champion sind und auch die mal testen natürlich an unterschiedlichen Stellen. Und ihr seht's, er lohnt sich halt wirklich nur für die Fraktionsgruften. Ansonsten hat er jetzt nicht andere Skills oder so, die man noch großartig einsetzen kann. Oder für Anfangsteams, die wirklich relativ am Anfang stehen. Aber da haben wir auch andere gute Charaktere. Von daher, ja, ne, muss man sich überlegen. Also für Skinwalker-Fraktionsgruften wirklich top. Hat mir geholfen, hier besser durchzuhalten, nicht mehr solche Fehlschläge zu haben. Aber für alles andere brauche ich ihn selber jetzt nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Däumchen ist immer ein Träumchen. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video, meine lieben Freunde. Tschüss.